Herzlich willkommen bei den The Binding of Isaac Livestream von mir. Es gab gerade eine kleine kurze Unterbrechung. Ja, aber ich denke, wir legen einfach doch mal los, wa? Erstmal, hey ho, liebe Uko. Ich achte auf jeden Fall auf deine Tipps und hoffe vielleicht mal, dass ich bis zu Mom komme. Okay, ich würde schon mal sagen, legen wir los. Ich hoffe nebenbei, dass das so von der Qualität bzw. Lautstärke her passt. Wir können ja noch einmal kurz gucken. Ja, passt soweit. Sehr schön. Das heißt, wir legen gleich auch los und gehen erstmal einmal... Okay, ich bin jetzt Gott, glaube ich. Und werde hier erstmal alle Feuerchen ausmachen. Oh, bin ich hübsch! Ich bin so aufgeregt. Alles stirbst du mal? Ich bedanke mich außerdem nochmal bei dem lieben Taku, der mir ein übelst langes Kommi geschrieben hatte. Weil bei meinem ersten Livestream hier von The Binding of Isaac hatte ich ja halt das bei YouTube hochgeladen. Das werde ich hier natürlich dann später auch machen. Und der hat mir so viel geschrieben, das ist echt Wahnsinn. Ich bin jetzt dann überlegen, gehe ich da rein? Nee, ich gehe erstmal gucken weiter. Was ich da finde. Ach ja, und das hier sind keine Würmer. Warte. Oder doch Würmer? Was waren das? Ah, nee, das sind Geister? Oder was ist das? Irgendwas hat er mir gesagt. Aber ich finde, das sieht aus wie kleine Würmchen. Das sind doch bestimmt Feuer, die wiederkommen, oder? Oh, oh, oh. Ach, die schießen. Oh, Mensch, bin ich doof. Kein Kommentar, bitte. Ah, Lilale. Oh, 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 oh. Lilane Fliegenchen. Fliegchen. Fliegenchen. Doch, das ja. Okay, okay, okay. Meine Frage an euch. Was denkt ihr wohl, wo der Geheimraum hier ist? Achso, den kleinen Geist. Achso. Okay. Die liebe Uko schreibt gerade, den Geist, den ich im ersten Let's Play hatte, war halt ein kleiner Geist gewesen. Und nicht jetzt diese Würmchen, die ich da eben gerade hatte. Also ihr könnt auch gerne, wenn ihr jetzt zuschaut, gerne jetzt hier halt dazu schreiben. Ich lese eure Kommentare auf jeden Fall vor. Und so habe ich ein bisschen was zu erzählen halt. Und ich bin jetzt am Überlegen, wo jetzt halt hier dieser geheime Raum ist. Unter dem Goldraum. Okay. Gehen wir doch mal hier hin. Gehen wir schauen. Gehen wir schauen. Ich probiere das mal, mich hier hinzusetzen und hoffe, dass es richtig ist. Yay! Geheimraum. Okay, ich habe eine Bombe und eine Pille. Da sind wir jetzt auch schon wieder beim Problem. Ich hoffe, wie gesagt... Ah, okay. Oh nein, ich bin paralysiert. Ich habe noch eine Orangene gefunden. Range up! Okay. Nee, da gehe ich lieber nicht rein. Coole Sache auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank, dass ich jetzt auf jeden Fall den Geheimraum da gefunden habe. Ich glaube, na okay, doch, ich hätte aber hier unten angefangen. Ich wüsste jetzt bloß nicht, ob das rein theoretisch dann auch so gewesen wäre, dass es geklappt hätte. Okay, oh, und los geht's. Okay, Larry. Oh, das ist aber ein riesiges Larry-Feeding. Oh, da sind doch gleich zwei Haufen. Lol. Oh, beiß mich nicht. Los, geht tot. Na, guck mal hier. Na, so dicht jetzt nur auch nicht. Ey, komm, ich kann jetzt hier nicht gleich beim ersten Boss schon sterben. Das ist sehr unnett von dir. Ich weiß so gar nicht, ob ich ihn jetzt rein theoretisch nur vorne im Gesicht treffen kann, damit hier seine Bällchen weggehen. Oder halt auch woanders. Wäre natürlich sehr, sehr sinnvoller. Los, komm her. Los, 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 los. Yay! Oh, ich habe die Schüchchen. Was bringen mir diese Schüchchen? Hat jemand eine Ahnung oder kann mal jemand gucken? Das würde mich mal voll interessieren. Und vor allem, was dieser heilige Schein mir bringt. Würde mich auch mal interessieren. Eigentlich. Schon so klein. Oh, wir weinen. Mama, ich habe dich doch so lieb. Ich habe dich immer noch so lieb. Wir werden dauernd zurückgeschubst.
Okay, nee, wenn du ihn in der was, wenn du ihn in der Mitte triffst, teilt er sich in zwei. Ach so, okay, gut. Ich gehe hier mal rein. Party! Ach nee, hier kriege ich ja nur Münzen. Oh, bin ich doof. Komm, ich gebe dir mal Geld. Mitte? Wow! Yay! Oh, ich bin so gut, ich bin so gut. Yay, 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 yay. Oh mein Gott. Oh, wie war das? Ich darf diese komischen roten Linien nicht betreten, ne? Ja, irgendwie sowas war da. Stirb, 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 stirb. Aber dafür teilen sie sich wenigstens nicht in zwei. Oder beziehungsweise der Körper geht weg. Hm. Achso, du hast Chatverzögerung. Wow, wow. Eine rote Biene und vier rosanen Bienchen passen zu meinen Schuhen. Ich habe oh doch, ich habe zwei Schlüssel. Oh, cool. Wo ich die habe, weiß ich jetzt aber ehrlich gesagt gar nicht. Erstmal gehen wir nach unten hier im Goldraum. Wir haben 10 Bomben. Coole Sache. Wir werden aber erstmal irgendwie halt Herzchen ganz lieb. Das einzige Gute ist, ich könnte jetzt hier oben halt logischerweise. Das war hier rechts, glaube ich, gewesen, ne? Einmal mir die Pillen holen. Mal gucken. Ich habe jetzt sogar oben so ein Dingsterbumster auf. Oh, lol, Bad Trip. Oh nee, dich will ich aber nicht. Okay, gehen wir oben rein. Ja, was hole ich mir denn jetzt am besten? Wozu ist denn die Batterie gut? Entweder die Batterie oder die Bomben. Oder beziehungsweise die eine Bombe. Aber ich habe ja noch 9 Bomben. Ich entscheide mich, glaube ich, für die Herzchen. Yay! Ah, die liebe Uku entscheidet sich auch für das Herz. Sehr schöne Entscheidung. Wir geben dir Geld. Noch mehr Geld. Noch mehr Geld. Noch mehr Geld. Wuhu! Oh, ich sehe die ganze Map. Oh, ist ja cool. Okay, ich weiß nicht. Ich denke aber, das hat sich eigentlich jetzt gelohnt. Jetzt kann ich auch die ganzen Geheimgänge sehen. Oh. Gibst du mir bitte mal ein Herz? Ich brauche ein Herz, bitte. Was ist das? Oh, ich will euch gar nicht sagen, an was mich das hier erinnert. Ich habe ein Würmchen. Oh, und hier sind noch 3 weitere davon. Oh Gott. Hörst du mal auf? Oh nein, ich habe nur noch ein Herz. Oh mein Gott, ich muss so vorsichtig sein. Ich bin verwirrt. Oh, wie gemein ist das denn? Wow! LOL! Ehrlich! Oh, kann ich die hier eigentlich... Ich probier's mal. Ich habe ja noch 10 Bomben. Kann ich das kaputt machen? Nee, kann ich nicht kaputt machen. Ich habe Angst. Ich habe nur ein halbes Herz. Ich bin verwirrt. Tut mir leid. Ah, super. Ich möchte nicht sterben. Ich möchte nicht sterben. Gib mir mal hier ein paar Herzchen, bitte. Wäre ich euch sehr dankbar. Oh, toll, ich habe einen Schlüssel. Na, okay, ist schon gut. Ich dachte, der zeigt mir eigentlich jetzt auch die, die Geheimräume an. Aber irgendwie, ich könnte ja eigentlich... Ich probiere es mal da. Hier unten nochmal probieren. Ich verschwende jetzt 100% meine Bomben. Oder hat jetzt dieses Level keine, Geheimräume? Oh, danke. Habe ich ganz vergessen. Die liebe Uku schreibt mir nämlich gerade, ich sollte mal das Feuer ausmachen. Äh,
Ja, aber leider nicht. Aber das ist doof. Ich will eigentlich zum Geheimgang. Also zum geheimen Örtchen, sagen wir es mal so. Weil ich habe echt nur noch ein halbes Herz. Das überlebe ich doch nie und nimmer. Oh je, ich probiere es einfach hier nochmal. Und hier oben. Geld. Der Chat kommt eine Minute später an. Ja, ein bisschen Zeitverzögerung ist das ja hier. Ob es hier denn wohl noch einen Geheimraum gibt? Probier es einfach mal aus. Okay, hätte sein können. Wäre auf jeden Fall cool gewesen. Wo jetzt der andere ist, würde mich auch mal interessieren, aber ich weiß es nicht. Ich habe noch zwei Bomben. Aber ich müsste es eigentlich. Also, ich denke, dass ich die zwei auf jeden Fall irgendwie versuchen müsste, rein theoretisch irgendwie. Naja, zu benutzen. Weil ich habe wirklich kein Herz. Ist schon kompliziert hier die Sache. Oh je, ich werde gleich das erste Mal sterben. Wie mache ich das jetzt, dass ich hier das Herz kriege? Das will ich eigentlich haben. Okay. Oh, super. Ja, toll. Was habe ich denn jetzt schon wieder hier Schönes gemacht? Oh je, ich werde sowas von sterben. Ich bleibe jetzt hier einfach in der Mitte stehen und warte mal ab, was passiert war. Egal, ich traue mich jetzt einfach. Vielleicht habe ich ja Glück. Bezweifle ich zwar ganz stark. Oh Gott! Nein, ich wurde von einem Scheißhaufen besiegt. Okay, hey ho und herzlich willkommen. Nein, das lassen wir mal sein. Ja, okay, das war eine Testrunde, Leute. Ja, also ich habe mal getestet. Diesmal verspreche ich euch, dass ich besser bin. Ich habe zwar wirklich relativ gut trainiert, würde ich doch sagen. Ja, doch, ich habe eigentlich ganz gut trainiert hier für The Binding of Isaac. Aber es geht ja immer noch besser. Klar, logisch. Das Herz nehme ich auf jeden Fall noch nicht. Ich warte, bis ich ein ganzes Herz verloren habe. Was ich natürlich auch nicht so wirklich hoffe. Oh, die Viecher finde ich ja irgendwie toll, ne? Die pupsen und lassen dann sowas Stinkendes los. Allein, ich bräuchte eigentlich zwei Bomben. Erstmal an den Schlüssel zu kommen und zweitens, um die Truhe zu öffnen. Ah, das war zu spät. Das muss ich das nächste Mal machen. Oh. Okay, ein Würmchen ist tot. Die sind doof, wenn die beide so in einer Nähe sind. Zweites Würmchen. Würmchen. Na. Böse. Böse. Stirb. Yay. Oh, was ist das? Eine Mission Page. Keine Ahnung, was das heißt. Oh, das ist gut. Oh, ich habe ein Freundeshelferchen. Coole Sache. So. Gehen wir mal nach unten. Müssen wir nochmal nach links. Okay, hier ist ein halbes Herz. Liebe Uko, ich frage dich jetzt nochmal. Obwohl ich könnte. Ja, ich habe aber auch zu wenig Geld. Mach mein Item doch nicht mies. Wo jetzt hier der Geheimgang? Also eigentlich ja immer nur an einen. Das heißt, er müsste rein theoretisch hier sein, oder nicht? Wir probieren es mal aus. Yay! Oh, ich habe ganz viele Pillen! Okay, oh mein Gott, was ist das? Wow! Was war das gerade? Yay, Range Up! Was bist du? Okay, Bälle aus Stahl. Oh, ich habe gepupt. Sorry, das musste jetzt raus. Oh nein, Speed Down, scheiße. Und Range Up, nochmal.
Okay, das heißt, wir sind jetzt eigentlich soweit durch. Ich komme ja hier nirgendwo hin, also gehen wir zum Boss. Oh nö. Ich mag dieses fliegende, komische Ding nicht. Genau deswegen mag ich es nicht. Genau wegen dich. Ich mag diese Wespenfliegen nicht. Bringt mir das auch nicht, dass ich Geld dafür bekomme. Denn es gut ist, ich habe halt Bälle aus Stahl. Glaube ich doch, immer noch, dass ich die habe. Bringt mir bloß nicht so wirklich was. Oh, diese großen Fliegen nerven. Die verfolgen mich. Yay, ich habe Geld eingesammelt. Wow. Komm her, mein Freund. Er freut sich, ne? Komm her, los. Ich schaff dich hier mit links. Hoffe ich doch mal. Yay! Letzte Fliege. Ah, nee, da ist noch eine. Eine kleine Fliege. Tolle Herzen kann ich gar nicht einsammeln. Ew. Also das ist ja wohl mal eklig, oder? Naja, gut. Und tschüss. Raum Nummer 2. Auf jeden Fall habe ich jetzt so ein komisches Etwas angeklebt. Aber sieht ja schon voll hübsch aus, oder? Auf jeden Fall, Uko. Nehmen wir beide mal zusammen auf. Hat die mich gerade gefragt gehabt. Können wir auf jeden Fall machen. Dann kann sie mir ein bisschen was dazu reden. Kann sie gleichzeitig... Oh, das ist eine Fliege, habe ich übersehen. Ein bisschen was dazu sagen. Dann kriegen wir es hier auf Reihe. Ich mag ja diese kleinen Scheißhaufen, ne? Sind ja irgendwie ganz lustig. Oh, wie unfair. Ich habe gar nichts bekommen. Okay, doch, Geld. Ist in Ordnung. So, rein da. Oh je. Ich mag euch Fliegen nicht. Ja, ist doof. Ne, hast mich nicht getroffen. Scheiße, ne? Ja. Hätte ich dir so gedacht. So, zweite Runde läuft bei mir. Bis jetzt. Oh. Oh nein, ich habe gar keinen Schlüssel. Wir gehen erstmal unten lang wieder. So, ab geht's nach unten. Rein da. Oh, lol. Spring mir mal hier ruhig durch die Gegend. Ist schon klar. Mach ich auch immer. Na, wo bist du denn jetzt hier? Los. Komm. Was ist das? Ich will dich haben. Was bist du? Hä? Welches ist denn jetzt rein theoretisch besser? Du musst ein Power Touch Fussel get dizzy. Also ich würde mich rein theoretisch, weiß nicht, für den Pilz entscheiden, glaube ich. Wenn es falsch ist, irgendwie laufe ich auf jeden Fall wieder zurück. Okay, der Pilz, sehr cool. Yay! Hey Hoa, liebe Saturnvogel. Oh mein Gott. Ach, das ist so eine große Map. Oh! Oh! Wie viele von diesen Mistviechern sind hier denn? Und ich habe keinen einzigen Schlüssel und hier sind zwei Truhen drin. Also zwei Schlüsseltürchen. Oh nein, hier sind meine Würmchen wieder. Hä, warum schießt ihr denn nicht? Bin verwirrt. Okay, ich habe sowieso keine Bombe. Ich habe eh nur Geld. Ich habe keine... Ja, hahaha. Toll, in der Mitte liegt eine Bombe. Kommen wir nicht ran. Super. So. Ja, zum Goldraum. Da komme ich doch gar nicht hin. Ich habe gar keinen Schlüssel. Hier, die Truhe kann ich auch nicht öffnen. Hier, yeah, da. Yay. Oh Mann. Ja, okay, dann versuche ich mal. Ne, hier drück mir mal die Daumen.
Ich habe schon ganz nasse Hände, ey, richtig schlimm. Okay, los geht's. Oh, das ist dieses Mistvieh, was mich vorhin getötet hat. Es hat aber auch einmal voll die Power. Boah, wie böse du guckst. Die Geräusche sind einfach nur göttlich, ehrlich. Stirb, stirb, stirb. Oh nein, nicht das schon wieder. Oh. Oh, lol. Oh, ehrlich? Sorry, dass ich gerade nichts erzähle, aber ich bin hier gerade voll Concentration. Yeah! Woohoo! Ja, bevor du Truhen öffnen willst, meinte ich. Achso, okay. Die Dingel ist kacke. Badumst. Okay, Uku, ja, ich bin voll deiner Meinung. Ich habe jetzt hier ein Paket. Wow! Erstmal nehme ich mir hier die Pille. Ich glaube, Range Up ist doch ganz gut, oder? Denke ich doch mal. Yay. Wow. Na okay, hier ist noch ein Herzchen. Was ist denn jetzt besser? Der Pilz oder hier das Streichholz? So, jetzt laufe ich erstmal wieder zurück und gehe, glaube ich, einmal zum Goldraum. Oder... ne, gehen wir da hin. Mal gucken, was da drin ist. Wuhu! Okay, ich habe einen Haufen Gold gefunden. Hä, hey, jetzt habe ich goldene Füße. Okay, ich habe goldene Füße. Alles klar, nehmen wir das Streichholz, weil ich damit eher Bomben kriege. Dann machen wir das doch so lieber. Los geht's! Hä, hey, irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin größer geworden. Mysteriöse Angelegenheit. So, wir nehmen das Streichholz mal. Und wir sind tatsächlich jetzt schon in Raum Nummer 3. Vielleicht schaffen wir es endlich mal zu besiegen. Oh, ich würde mich so freuen. Okay. Oh Gott, was seid ihr? Du siehst aber anders aus als sonst. Ey, da ist eine Schüssel drinne. Yay! Oh, der ist aber schnell. Oh, wieder weint erstmal. Und hat da noch so eine Wespenfliege drin. Okay, ab nach oben. Oh, ich kann dich ja gar nicht leiden. Was sind die für komische Spinnen? Und nochmal Geld. Oh, läuft bei... ich warte erstmal ab, bevor ich den Schlüssel benutze, wa? Das kommt mir alles irgendwie zu lieb vor. Ich bin ein bisschen verwirrt. Nein, damit du vergoldest, du Gegner, und wenn sie dann sterben, bekommst du... Deswegen bekomme ich... Oh nein. Wow, jetzt bräuchte ich ehrlich gesagt Speed ein bisschen. Okay, damit hatte ich jetzt gar nicht gerechnet. Ich will da nicht reingehen. Ihr kennt ja diese Räume, da wo ich ja hier gegen andere kämpfe. Ich habe da echt nur ein bisschen Panik vor. Irgendwie. Schon so ein bisschen. Hä? Was seid ihr denn für? Ihr habt gar kein Gesicht. Was ist denn mit euch los? Und zudem hört ihr euch nicht wirklich gut an. Los, geht sterben. Oh. Yay, Geld. Hey, du blaues Vieh, stirbst du mal? Okay, halbes Herz, das, was ich auch vorhin verloren hatte. Das ist natürlich sehr cool. Und eine Bombe. Und ab dafür. Ey, ich habe eine Zitrone gefunden. Okay, jetzt bin ich verwirrt.
eine Zitrone. Oder lieber mein Freund. Auf jeden Fall habe ich voll viel Geld. Ein Herz für virtuelle Menschen. Also erstmal natürlich die Frage, was soll ich nehmen? Die Zitrone oder dieses Männchen? Oder... Okay, und danach wollte ich euch fragen, soll ich da mal einmal reinlaufen? Soll ich es wirklich mit diesen komischen Menschen, was da drin sein kann, machen? Ich tue es jetzt einfach. Wenn ich sterbe, habt ihr Schuld. Oh mein Gott, was ist das? Ich nehme dich. Lauf weg! Nein! Oh, keine gute Idee. Wow, wow! Ich krieg hier Paranoias gerade. Das Schlimmste ist, es ist noch nicht vorbei. Das ist eigentlich das Schlimmste dabei. Wie viele Runden gehen das immer? Drei? Drei, vier? Ich weiß es nicht. Alleine wie die immer weinen. Los! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Oh nein, und genau die, ich mag die so nicht. Oh, Kacke. Stirb doch bitte. Du auch, Totenkopf. Oh, danke. Yay! Puh. Hey, Schnibbel. Habt ihr ja gar nicht mitbekommen. Ja, okay, drei Runden habe ich gesehen gehabt. Danke trotzdem, dass du es mir gesagt hast. Was waren hier drin? War ich da schon drin? Oh nö, noch welche von diesen komischen Spinnen. Okay, ich könnte ja eigentlich, aber ich habe auch zu wenig Leben, um da reinzugehen. Da will ich nicht reingehen. Nö, mach ich nicht. Obwohl, hier ist noch ein Herz. Ich verliere eigentlich immer ein halbes Herz, ne? Ich könnte es ja jetzt mal wagen, weil mich das einfach zu sehr interessiert. Oh nö. Ich wusste es. Ich wusste es. Oh ja, super. Genau, ärgert mich ruhig. Verliere ich hier ein ganzes Herz für nichts? Oder soll ich das mal probieren? Hier oben? Okay, hätte sein können. Ich hatte mich da auch schon mal, dass ich da in diesem Raum schon mal irgendwie was gefunden hatte. Okay, hier links war ich noch nicht drin. Ja, schade, dich ruhig selber. Das ist gerade nur sowas von pures Glück, dass ich hier in der Ecke stehe. Yay! Wow! Oh mein Gott, war das ein schwerer Gegner. Nein. Ein halbes, nur wenn du fliegen kannst. Ah, okay. Ich habe einen Joker. Wenn ich jetzt weiß, wie ich das nehme. Ih, scheiße, ich habe meine... Oh, Kacke. Ich habe meine Zitronen. Das sieht aus, als hätte ich hingepiet. Okay, aber ich glaube, das regeneriert sich ja, glaube ich, in jeden Raum. Bin ich nicht falsch? Oder in jeden zweiten oder dritten? Irgendwann regeneriert sich das doch, oder? Hoffentlich. Habe ich einen Schlüssel? Ja. Ich könnte ja... War hier noch was? Ich gehe hier oben mal rein. Ich habe ja ein bisschen Geld. Hä? Also, ich habe eine Batterie und eine Steckdose. Also, Steckdosen, wie heißt denn das? Kabel, Steckdosen, Einführungsgerät. ja, welches nehme ich denn? Ich frage euch jetzt mal, deswegen warte ich mal ein bisschen. Der Chat dauert ja immer ein kleines bisschen. Los, sagt es mir an. Ja, tut mir leid, Schnibbel, ich konnte es echt nicht mehr halten. Oh mein Gott, ich habe eine Bombe gesetzt. Das hast du jetzt nur davon, du hast Schuld. Ja, was nehme ich da jetzt? Also soll ich das Kabel, Stecker, Steckdosenteil, Dings da muss da nehmen? Niki, wenn du gleich sterben solltest, bitte komm TS und ich gebe dir Tipps. Ey! Ich will nicht sterben! Du bist gemein, Uko, ehrlich. Sagt sich schon, ja, wenn du sterben solltest. Vielleicht müsste ich das dann nochmal mit Steam irgendwie richtig einstellen. Wow. Richtig einstellen. Dass, ja, die Chats halt nicht so lange dementsprechend sind. Stirbt ihr mal, ihr komischen doppelten Raupen?
Wahrscheinlich zwei Raupen doppelter Leben, wa? Also ich habe jetzt nur eine Bombe, kann ich euch schon mal sagen. Wo soll ich denn die hinsetzen? Hier oben? Oder unten? Oben oder unten? Oben oder unten? Wo setze ich sie nur hin? Oder hier hin? Was sagt ihr denn? Helft mir! Seid nett zu mir! Unterstützt mich! Seid nette Menschen! Ich habe eigentlich nur noch eine Bombe, also ich rein theoretisch würde sie eigentlich da oben hinsetzen. Eigentlich. Okay, ich entscheide mich hier oben. Weil wenn, das war falsch. Ich wusste es! Ja, oh toll, oh Mann. Gut. Was ist das? Was bist du für ein... Oh Gott. Oh ja, genau, Fliege. Töte mich ruhig. Oh mein Gott. Ich habe nur ein halbes Herz. Ja! Finde ich ja jetzt ein bisschen unlustig, ne? Also ich bin deprimiert gerade. Ich bin sehr deprimiert. Auf jeden Fall, wie gesagt, naja, wir haben jetzt auch schon über 30 Minuten voll. Ich weiß nicht, ob ich weitermachen soll oder nicht. Oder ob ich das jetzt nochmal machen soll. Oder weiterspielen soll. Also, es gucken gerade ja so ein paar zu. Könnt ihr gerne ihr entscheiden, ob ich weitermachen soll, also nochmal von vorne anfangen soll, möchte. Ja, dann könnt ihr mir das gerne hier hinschreiben. Wenn ich weitermachen soll. Für den liebe Uko werde ich extra ins CS gehen. Damit sie mir das schnell schreiben kann, wenn sie möchte. Deswegen, so. Kommt vielleicht ein bisschen besser an, aber ich werde mich hier... Ich hoffe, ihr hört das gerade nicht. Mich einmal verziehen. Das heißt, oh Gott, jetzt habe ich hier so viele Sachen an. Richtig schlimm. Aber ich glaube, Okumai, irgendwann kann ich hier dann nicht mehr runterscrollen, ne? Das heißt, ich müsste dauernd aus dem Chat raus. Und, wir verschieben das auf jeden Fall mit dem TS. Also ich bin zwar jetzt im TS drinne, aber... tut mir mal einen Gefallen, schreibt das trotzdem hier rein. Ich versuche, meine Fragen früher zu stellen, ja? Und ich werde also nochmal weitermachen. Und nochmal einen neuen Run. Run, ja. Wir probieren einen neuen Run aus. Wuhu. Okay, los geht's. Isaac! Ihr könnt das auch gerne nochmal teilen, überall, wenn ihr möchtet. Oh, was ist das? Wie sehe ich denn aus? Okay, ich sehe irgendwie bis... Oh, lol. Ehrlich? Das ist jetzt wohl ein schlechter Scherz, oder was? Ah, wie geil. Wer jetzt noch ein bisschen Speed hat oder so, wäre das natürlich sehr cool. Oh je, oh je. Oh. Ich finde, das ist ein scheiß Item. Ehrlich. Sprichwörtlich scheiße. Keine Ahnung, was er daraus bombardiert. Ich möchte es ehrlich gesagt auch gar nicht wissen. Hä? Was spucke ich da bloß? Ehrlich. Oh. Geht ja hier schon mal gut los. Sieht denn das Blöde? Oh, immer wenn ich aufnehme, ehrlich, muss mich überall kratzen. Mein ganzes Gesicht juckt irgendwie. Ist eigentlich gut. Und das ist Kotze. Ah, okay. Irgendwie kann ich damit nicht umgehen. Das ist ein komisches Ding. Das ist so lahmarschig. Schlüssel. Wow, warum, seit wann machen wir solche komischen Geräusche? Ehrlich? Nein, zu dir gehe ich noch nicht rein. Nö, 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 nö. Ah, okay, ich kann damit über Felsen schießen. Ach, stimmt. Okay, sorry. ist mir nicht aufgefallen gerade.
Also ich habe eine vergammelte... Ah! Oh, hi! Na, du Heul-Ding! Oh, ja, genau. Hoch, das geht ja alles fix. Nee, daran will ich nicht. Ich habe nur noch 2,5 Herzen, tut mir leid. Ich werde hier auf jeden Fall einmal reingehen und schauen. Ach ja, ich habe ja gar kein Geld. Oh nein, ich habe einen Schlüssel verschwendet. Ich wäre jetzt doof. Okay, ich setze jetzt mal hier rechts ran, ja? Mal gucken, ob es gut klappt. Scheiße, war nicht gut. Okay, okay. Wo könnte denn der jetzt bloß sein? Bin verwirrt, hilf mir. Ich warte ja auf euch, ne? Ich mache das ja mit euch zusammen. Ja, 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 ja. So, und hier und da. Map war... Ach so. Probieren wir es mal aus. Wir gehen jetzt in den Shop rein und gehen einmal links. Also ich werde das vielleicht... nicht hier oben. Könnte ich eigentlich, aber... ich weiß nicht. Ich weiß gar nicht, wie man bei solchen... Ich probiere es einfach mal aus. Nee, war es auch nicht. Nö. Aber egal. So, ich gewinne jetzt auf jeden Fall hier mit 2,5 Herzen. Ich verliere höchstens ein halbes Herz, wenn ich schon wieder dieses ekelhafte... Ach. Fieder ist. War wohl nichts mit Nein, Uko. Ich habe gesagt, ich verliere nur ein halbes Herz. Okay, abwarten. Der geht hier eigentlich so, der Boss, finde ich persönlich. Oh, jetzt habe ich schon ein ganzes Herz verloren. Weil er ist eigentlich wirklich nur lahmarschig und ja, kotzt eigentlich nur Fliegen aus. Das geht eigentlich wirklich, finde ich persönlich. Oh, ich habe wieder eine Box. Schlüssel, Herz, eine Karte, Geld, eine Schlange, eine Bombe und wieder eine Pille. Macht Herzen. Was machst du? Oh mein Gott! Das war gerade ein leichter Schock für mich gewesen, ich bin ehrlich. Okay, wir gehen mal schnell rein ins nächste, weil bringt uns ja nichts. Das Blöde ist jetzt natürlich mein Herz weg. Ah, wir haben ein Geschenk von Mama bekommen. Okay, wir sehen cool aus. Wir haben nämlich ein Paket. Das heißt ja rein theoretisch. Oh toll, ich komme da jetzt aber nicht ran. Na, ich mache die Haufen hier trotzdem einmal weg. So. Oh, ihr schon wieder. Warum macht ihr so komische Geräusche? Ehrlich, das ist voll unhübsch. Ja, los. Ja, okay, doch so langsam gewöhne ich mich daran, aber es ist wirklich, finde ich persönlich, eine Ungewöhnung, weil es echt wirklich sehr langsam ist. Oh, wir finden hier ganz viel Geld, sehr schön. Okay, wenn andere Monster im Raum sind. Ja, aber ich habe mich gerade von irgendwie selbst ein kleines bisschen wehgetan. I feel lucky. Ich nehme das Ding. Wenn es falsch ist, könnt ihr mir das gerne nochmal reinschreiben. Ich gehe jetzt erstmal in den Goldraum rein. Ich habe gerade irgendwie Dildo gelesen. Ich habe keine Ahnung, warum. Ah, wie geil. Und ihr könnt auch schon mal überlegen, vielleicht wo der andere Raum sein könnte. Ist ja auch schon mal ganz cool. Dann könnte ich das ein bisschen so vorab lesen. Los, komm her, verkaufen. Hier, yeah, nix da. Hihihi, oh, das ist ja jetzt natürlich sehr cool, ne? Dass ich jetzt hier so rüberschießen kann. Ja, die blöde Bombe. So. Ja, Kaki ist besser. Da bekommst du Items aus der Kaki. Okay, alles klar. Oh nein, ich wollte erst zurück. Ich wollte meine Kaki wiederholen. Oh, ich mag die Dinger nicht. Die verfolgen mich. Wow. Dich töte ich. Was bist du für ein blödes Vieh? Oh, danke.
Mal eine andere Frage. Bringt das eigentlich was, jetzt hier diese Tontöpfe irgendwie zu zerstören? Also ist da irgendwie manchmal was Gutes oder so drinne? Würde mich auch noch interessieren. So, jetzt gehe ich erstmal zurück und